Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Diesmal gibt es mal ein Thema, das ist nicht unbedingt jetzt so Amerika-spezifisch, sondern es geht um interkulturelle Beziehungen. Und ja, gleich vorab, was mich jetzt dazu berechtigt, über so ein Thema zu sprechen. Ich bin kein Therapeut, Psychologe, Pädagoge oder sonst was, sondern ich bin selber in einer interkulturellen Beziehung, werde also so ein bisschen, nicht unbedingt aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich werde so ein bisschen sagen, was mir zum Beispiel geholfen hat, verschiedene Challenges in der Partnerschaft zu überwinden. Dieses Video ist jetzt aber nicht mit psychologischen Theorien unterlegt oder so, sondern es dient eher der Unterhaltung und vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp für euch dabei, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid. Ja, wie ist das bei mir? Also ich bin Deutsche und ich bin mit einem Afroamerikaner verheiratet. Wir sind jetzt mittlerweile schon seit 6 Jahren zusammen. 3 davon verheiratet und wir haben sowohl in Deutschland als auch in den USA gelebt. Also momentan leben wir seit 3 Jahren in den USA, ja sogar schon ein bisschen länger und wir hatten auch zwischendurch immer mal eine Fernbeziehung, weil ich auch nicht immer in Deutschland gelebt habe. Das ist so die Eckdaten zu mir. Was ich aber nochmal ganz deutlich sagen will, also dieses Video spricht alle möglichen Leute an, die einen Partner haben, der aus einem anderen Land kommt als man selbst. Es geht jetzt nicht unbedingt um Schwarz oder Schwarz und Weiß, sondern es kann auch sein, dass man Deutsche ist und man ist mit einem Franzosen zusammen oder mit einem Inder zusammen oder was auch immer. Ja, viele Leute sind immer schnell dabei zu reden von all den negativen Dingen und den Challenges, die man halt überwinden muss, wenn man in so einer Beziehung ist. Aber ich finde, viele lassen auch außer Acht, dass man auch so viele positive Sachen hat, die eigentlich meistens wegfallen, wenn man jetzt mit jemandem zusammen ist, der aus dem gleichen Kulturkreis kommt wie man selbst. Zum einen, also man kommt ja quasi sprichwörtlich aus zwei Welten und dementsprechend gibt es einfach ja so eine richtig neue Welt, die sich für einen eröffnet. Man lernt super viele Dinge über eine neue Kultur und man lernt vor allem auch so ein bisschen thinking outside the box, also außerhalb der Box, wenn man das jetzt mal so übersetzen kann, zu denken und ja einfach dann Leben aus sich selber weiterzuentwickeln, eben durch Lösungsansätze über Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht gewusst hat. Und man lernt nicht nur sehr viel, sondern das Ganze ist auch viel aufregender. Man lernt zum Beispiel Leute kennen, die man vielleicht sonst niemals in seinem Leben kennengelernt hätte. Man reist dann eben zum Beispiel in das Land oder ähnliche Länder und da wäre man sonst vielleicht überhaupt nicht gewesen. Es gibt so viele aufregende Dinge, die damit zusammenhängen oder zum Beispiel auch die Sprache. Vielleicht motiviert es einen ja auch, die Sprache des Partners zu lernen, um dessen Herkunft, um dessen Kultur auch ein bisschen besser zu verstehen. Aber natürlich gibt es wie immer auch eine Kehrseite der Medaille, also negative Punkte. Und das ist zum einen, dass es leider immer noch sehr viel Rassismus gibt, überall auf der Welt. In meinem Fall jetzt, mein Partner und ich, wir kommen beide aus Großstädten, sodass wir das glücklicherweise jetzt nicht unbedingt in so einer harschen Form jemals erlebt haben. Wenn wir das erlebt haben, war es eigentlich immer eher so unterschwellig. Also, dass man einfach so, ich habe mal bei Kollegen mitbekommen, dass die wohl irgendwie darüber geredet haben und sich ein bisschen lustig gemacht haben, wieso auch immer. Aber ich muss sagen, okay, es gibt vielleicht Leute, die stört das, aber mich hat das eigentlich eher darin bekräftigt, an meine Beziehung zu glauben und dafür zu kämpfen, dass ich in so einer Welt nicht leben will. Also man kann das auch ein bisschen umkehren ins Positive, wenn man so will. Aber natürlich ist es ja unschön. Natürlich gibt es auch Menschen, die erleben das nicht nur verbal, sondern auch physisch. Und das ja, ist natürlich was sehr, sehr Schlimmes, über das man sich auch im Klaren sein muss. Nächster Punkt ist, wenn man aus zwei verschiedenen Ländern kommt, muss man sich natürlich auch langfristig dann irgendwie entscheiden, wo man dann wohnen will. Und das ist ja auch oft so, dass dann vielleicht jemand nach Deutschland kommt und der merkt dann aber nach 10 Jahren oder so, ja, ich bin hier doch nie so ganz angekommen, ich würde dann halt doch lieber wieder zurück in mein Heimatland und dann wird vielleicht vom Partner erwartet, dass der dann mitkommt. Also man muss natürlich auch sehr in die Kultur des anderen reinkommen, um dann zu merken, gefällt mir das überhaupt? Könnte ich mir vorstellen, in diesem Land zu leben? Wenn man jetzt mit der Kultur überhaupt nichts anfangen kann, dann ist das natürlich irgendwie auch schwierig. Und eine weitere Sache ist auch, dass ich merke das jetzt selber, ich bin jetzt 3 Jahre in den USA und ich meine, wir haben ja so viel Einfluss der amerikanischen Kultur auch in Deutschland, sodass man eigentlich denken könnte, ja, also eigentlich wissen wir doch in Deutschland so im Großen und Ganzen, wie das in den USA alles so abläuft, da sind doch jetzt vielleicht nicht so viele große Überraschungen dabei, aber ich merke immer noch, auch nach 3 Jahren, wie viele Dinge es gibt, von denen ich noch nie gehört habe oder die hier für mich komplett neu sind oder die auch komplett anders sind als in Deutschland und wie ich mich teilweise auch
so in gerade so in größeren Gruppen, wenn ich mit Amerikanern zusammen bin, fast so nicht ausgeschlossen fühle, aber manchmal so ein bisschen so fühle, dass ich schon merke, dass ich irgendwie ein bisschen anders bin, dass ich nicht so zu 100% zu dieser Gruppe gehöre. Das ist natürlich auch was, das man überkommen muss. Aber das muss auch wiederum nicht immer nur negativ sein. Weil zum einen wieder der Punkt, man lernt unglaublich viel. Wenn ich mit Leuten irgendwie ausgehe oder essen gehe oder weiß ich nicht, ich lerne danach immer wieder neue interessante Dinge über die Kultur, die ich vorher nicht wusste. Und zweitens, man ist jetzt auch nicht so ausgestoßen, so jetzt in dem Sinne, dass einen die Leute mobben oder so, sondern ganz im Gegenteil. Viele Leute finden es super spannend, in den USA mit jemandem zu reden, der hier erst vor kurzem hergezogen ist oder vor ein paar Jahren hergezogen ist oder eine andere Nationalität hat. Da gibt es eigentlich immer unglaublich viele Fragen, die jetzt ich in meinem Fall immer eher als positiv deute, weil ich das einfach als Interesse deute an der deutschen Kultur, an der deutschen Sprache und so weiter und so fort. Also es ist auch nicht alles nur negativ. Oder auch in unserem Beispiel, mein Partner spricht jetzt nicht unbedingt Deutsch. So dass es dann eben auch viele Dinge gibt. Also zum einen, wenn wir in Deutschland sind, dann versteht er oft nicht, was meine Freunde jetzt reden. Ich meine, die reden alle mehr oder weniger Englisch, aber man rutscht dann doch auch mal schnell ins Deutsche ab. Ne? Wenn man irgendwie was macht, redet man nicht stundenlang Englisch, dann versteht er das nicht. Oder er bekommt auch so aktuelles, politisches oder kulturelles dann nicht unbedingt mit, weil ihm einfach der Bezug und die Sprachkenntnisse fehlen. So, was macht man jetzt aus diesen ganzen Sachen, die ich gesagt habe? Was ist das Fazit oder beziehungsweise wie kann man diese Challenges überkommen? Also ich glaube eigentlich, dass wir trotz großer kultureller Unterschiede, im Endeffekt ist es eigentlich wichtig, ob man ähnliche Wertvorstellungen hat und wie ähnliche Vorstellungen im Leben hat. So in Bezug auf Kinder, auf Arbeit, auf Lebensstil. Ich denke, alle anderen Sachen kann man überkommen. Und wie gesagt, es ist dann vielleicht sogar auch aufregend, dass man ein bisschen verschiedene Vorstellungen von verschiedenen Sachen hat. Aber wenn man in den Werten nicht gleich ist, dann würde ich sagen, funktioniert das im Großen und Ganzen einfach nicht. Dann ist es unglaublich wichtig, dass man von Anfang an fair spielt und dann auch relativ schnell definiert, was man so für Ziele hat in der Beziehung. Also in meinem Fall war das jetzt zum Beispiel so, dass ich in Barcelona mein Masterstudium gemacht habe, als ich meinen Mann kennengelernt habe, der damals in Deutschland gewohnt hat, also aus den USA kommt, aber in Deutschland gelebt hat. Und als wir dann halt gemerkt haben, okay, das ist wirklich was Ernsteres, wir können uns das vorstellen als langfristige Beziehung, haben wir dann eben auch klar definiert, also wie regeln wir das Ganze jetzt langfristig? In meinem Fall, ich habe mein Studium dann natürlich beendet in Barcelona und habe dann auch noch mal 6 Monate in Barcelona ein bisschen Arbeitserfahrung gesammelt, aber unser Ziel war halt, okay, ich komme dann zu ihm nach Deutschland, also es war in dem Fall in Stuttgart, ich komme eigentlich aus Berlin, also es war wirklich auch gar nicht meine Ecke, sondern ich habe es wirklich für ihn gemacht und es war dann auch klar, okay, irgendwann gehen wir dann rüber in die USA. Während der Fernbeziehung haben wir klar definiert, dass wir uns mindestens einmal im Monat sehen, dass man ja im Prinzip täglich schreibt, fast täglich telefoniert und solche Sachen. Also ich denke, wenn man einfach so zusammen ist, aber im Endeffekt ist keiner von beiden Parteien, oh mein Gott, bereit, jetzt für jemanden in ein anderes Land zu ziehen oder seine Arbeit aufzugeben, ne? Dann kann man das eigentlich auch ganz lassen. Also dann macht das eigentlich keinen Sinn, das 1, 2, 3 Jahre zu führen und dann zu merken, eigentlich kommen wir da irgendwie nicht weiter. Ich mache dieses Video ja eigentlich größtenteils, weil mich ab und an mal Leute anschreiben, also mehr Mädels, die halt auch sagen, dass sie eben in einer interkulturellen Beziehung sind und dass es schon eben diese ganzen Punkte, die ich jetzt genannt habe, dass es schwierig werden könnte, dass andere Leute irgendwie komische Sachen darüber denken. Ich würde aber sagen, wenn ihr wirklich glücklich seid, wenn ihr da einen guten Partner an eurer Seite habt, dann habt keine Angst. Und wenn ihr glücklich seid, dann wird das schon irgendwie alles werden. Geht da positiv ran. Und ja, das war's erstmal von meiner Seite. Ihr könnt gerne eure Kommentare in der Kommentarsektion ergänzen oder mir auch einen Daumen hoch da lassen, würde mich sehr freuen. Ja, das Video war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie wirklich jemandem weitergeholfen hat. Ich hoffe ja. Ich werde halt, wie gesagt, öfter solche Sachen gefragt und dachte mir, ich kann da einfach mal meine Gedanken zusammenschreiben und euch so also zeigen, was ich darüber denke. Ich hoffe, dass es vielleicht einem oder so da draußen geholfen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und macht's gut. Ciao.